Jeder Hersteller pflegt seine Economy Class, denn diese Fahrzeuge sind mit entsprechend moderater Motorisierung günstiger im Preis als die Flaggschiffe. Es gibt verschiedene Sparkonzepte, die beispielsweise auch bei der Größe der Kabine ansetzen. Scania etwa schickt den G420LA Highline ins Rennen. Einfaches Halogenlicht muss reichen, auch eine mechanische Kippvorrichtung, typisch Scania. Dabei ist die relativ große Highline-Kabine nur tiefer gesetzt, aber für die G-Baureihe gibt es keine Topline-Variante. Als Motor dient ein 12 Liter Reihensechszylinder, der 420 PS und ein maximales Drehmoment von 2100 Newtonmetern bei 1100 bis 1400 Umdrehungen mobilisiert. Dank niedrigem Einstieg, der jedoch einen hohen Motortunnel zur Folge hat, ist der Zugang bequem. Das übersichtliche Cockpit schmiegt sich im Bogen um den Fahrer. Der Kombischalter liegt gut in der Hand. Vor der Nachtruhe müssen jedoch erst unbekannte Keile auf Höhe der Sitze zurechtgefummelt werden. Dafür bieten die Schränke Stauraum satt. Zusätzlich lassen sich jeweils eine Schublade unter der Liege und eine unter dem Motortunnel, keine Fahrerwünsche offen. Komfortabel ist auch die einfache Verstellung des Lenkrads, welche das Aussteigen erleichtert. Große Außenstaufächer wie hier gefallen den Profis auf der Landstraße. Auch dafür steht die Marke Scania. Dank einer mit 2,59 ultralangen Hinterachsübersetzung kurbelt der G420 bei 85 km/h gerade mal mit knapp 1200 Umdrehungen. Da hat der Scania allerdings schon sein maximales Drehmoment erreicht und punktet so beim Teillastverbrauch. Der Sechszylinder klingt markant. Einen V8 sieht Scania für die G-Reihe nicht vor. Der G420 fährt sich 1A. Knapp 10 cm näher an der Straße als im Scania R ist das Fahr- und Kurvengefühl noch mal besser. Die Lenkung reagiert präzise, die Geräuschkulisse ist moderat. An der Tankstelle muss sich der G420 nicht verstecken. Hier spielt er die Vorzüge des sparsamen Teillastverbrauchs bei dennoch guter Fahrleistung voll aus. 33,6 Liter Diesel und 1,74 Liter AdBlue auf 100 Kilometer sind gute Werte für die Lastauto-Omnibus-Testrunde. Für eine exakte Verbrauchsmessung sind penibles Nachtanken und die Temperaturmessung des Treibstoffs unverzichtbar. Fazit: Der Scania G420 hat in der Economy Class dank Verbrauch und Fahrleistung ganz klar das Zeug zum Siegertyp.